Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Die Barry Tellickson-Episode, Hauptstadt Eishockey, Episode 22. Herzlich willkommen. Alter. Aus dem Hauptstadt Eishockey Podcast Studio, aka Casa DAG oder Casa DAG? Das wollte Casa ich DAG. Casa DAG von D'Agostino, ne? Genau. Ja. In Berlin-Hohenschönhausen. Hallo Flo. Mahlzeit. Hallo Wally. Buongiorno a tutti. Bei Wally spare ich mir die Frage, wie es dir geht, weil dir geht es momentan nicht so gut. Noch schlechter als in der vorletzten Sendung. Bleib mal rein. Aber schon besser als gestern, hast du vorhin gesagt. Genau. Immerhin. Und Flo hat Urlaub, da spare ich mir auch die Frage, wie es dir geht. Weil Tom, wie geht's denn dir? Mir geht's auch super. Ja, danke. Alles schön, sagst du. Ja, 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 alles gut. Das freut mich. Flo, wir müssen mit dir anfangen heute. Ja. Du bist heute die größte Nachricht. Breaking News. Die größte, genau. Du bist nämlich der neueste Zugang bei den Eisbären Berlin. Wer es nicht mitbekommen hat, Flo ist jetzt in offizieller Tätigkeit bei den Eisbären Berlin. Richtig. Also dadurch haben wir jetzt durch jede Sendung auch einen vom Verein hier sitzen. Wir sind jetzt zu einem Drittel der offizielle Eisbären Berlin-Podcast. Ja, willst du kurz beschreiben, in welcher Funktion und was du da jetzt machst bei den Eisbären? Ist jetzt Stürmer, Torhüter oder Verteidiger? Ja. Sportdirektor. Sportdirektor. Oh. Nein, um Gottes Willen. Man hat es ja schon mal gelesen bei den Fanmittlern vor jetzt mittlerweile 2 oder 3 Wochen, glaube ich. Da hatte ich es ja schon mal geschrieben, für die breite Masse, dass ich ja jetzt neben Holly der zweite Fanbeauftragte bin bei den Eisbären Berlin. So, sprich, damit kein Fanmittler mehr, sondern halt ja, Angestellter der GmbH. In dem Sinne. Und im Endeffekt werde ich halt dafür da sein, was so rund um die Fans ist, also Ansprechpartner zu den Heimspielen sein, dann aber halt auch gelegentlich zu den Auswärtsspielen, je nachdem, wie es bei mir passt. Weil das ist dann der größte Unterschied zwischen mir und Holly, dass ich halt nicht fest angestellt bin, also sprich nicht jeden Tag auf der Geschäftsstelle bin oder sonst was. Also ich muss noch nebenbei richtig arbeiten gehen und Geld verdienen. Also hast du einen Tryout-Vertrag? Ja, genau. So auf Zeit X. So, ich hoffe. Förderlizenz ist schon weg, bin ich ja zu alt, aber der Tryout läuft. Hast du einen mehrjährigen Vertrag? Ja, oder einen mehrjährigen Jahresvertrag? Genau, mit Optionen auf X. nee, also von daher halt wirklich in dem Punkt halt bei Heimspielen die Präsenz in und um die Kurve sein, die halt die letzten Male halt von Fans oder seit längerer Zeit von Fans halt negativ angesprochen ist. Und die Idee, dass es halt eine zweite Person gibt neben Holly, ist ja halt wirklich aus diesen GmbH-Runden entstanden, wo das immer wieder angetragen wird. Weil Holly ja nun wirklich viel zu tun hat, der ist dann mit Arena-Leuten in Kontakt, dann halt mit den Fans etc. pp. Und rennt da von der Halle von A nach B. Und um da halt einfach einen zweiten Ansprechpartner zu haben, ist Holly dann irgendwann auf mich zugekommen. Und wir haben drüber geredet, haben uns gegenseitig gesagt, wie wir uns das vorstellen mit der Arbeit, wie es laufen soll und waren dann relativ schnell einig, okay, komm, das machen wir. So, ich habe dann auch von mir aus gesagt, okay, der nächste große Step, jetzt ist es halt dann die ganz große Show. Als Fanbeauftragter offizieller ist es halt dann doch mal was anderes, als halt beim Fanbeirat oder jetzt bei den Fanmittlern. So, und die Verantwortung ist halt auch schon ein Unterschied. Und ja, jetzt sind wir halt so in den letzten Tagen und Wochen eigentlich dabei, uns das so ein bisschen aufzuteilen. Was macht wer? Ich fuchse mich so in diverse Aufgaben rein. Wie E-Mails einrichten. Das war ein ganz großer Sport. Also wirklich, da freue ich mich noch auf die nächsten Sachen. Und ja, wie gesagt, also wenn die Spiele richtig losgehen zu Hause, dann wird es, denke ich mal, auch an Dynamik zunehmen, dass ich noch schneller reinkomme, noch mehr die Aufgaben habe und dann würde es seinen Weg gehen. Also ich bin echt gespannt und freue mich auch schon drauf, wenn ich jetzt, sitze ich ja praktisch auf der anderen Seite des Tisches, wenn ich dann da mal angeschnauzt werde, da bin ich auch schon gespannt, wie das Gefühl ist und wie ich mit umgehe, weil ich es ja bis jetzt nur von der anderen Seite gekannt habe. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, um das jetzt rund zu machen, habe ich halt auch klar gesagt, dass ich halt hier die rosa-rote Vereinsbrille jetzt aufhaben will und alles, was die Eisbären machen, ist toll und ist super und alles voll flauschig. Also ich werde immer noch meine Kritik so äußern, wie ich es so äußere. So, und das hatte ich auch mit den nötigen Leuten so abgesprochen und
deswegen sitze ich halt noch hier und nicht als Gast, sondern noch als Mitglied vom Podcast, hoffe ich. Außer ich bin jetzt hier auch wieder am Tryout. Du warst die ganze Zeit im Tryout. Geil. Da wird immer stillschweigend verlängert. Nee, aber das wollte ich jetzt noch ansprechen, dass das ja für deine Art und Weise, wie du über die Eisbären sprichst und so, vorerst nichts ändern wird. Nee, also definitiv nicht. Also ich habe auch zu allen anderen gesagt, und wenn die halt mitkriegen, dass ich mich irgendwie verändere, was ich halt nicht hoffe, wir sind nicht, ein bisschen überspitzt gesagt, jetzt jeder Vereinsheinz werde, so, dann können die mir ruhig in die Fresse schlagen und mich da ein bisschen wachrütteln, da habe ich da nur nichts dagegen. Gibt es denn so eine Intervention? Ja, genau. Du hast dich verändert. Richtig, wir müssen mit dir reden. Aber dann will ich auch ein Banner haben. Du stehst haben. Dann da im Bulli-Kostüm. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Über die Sponsoren aufgenäht. Ja. Womit wir beim nächsten Thema wären. ja, wollen wir das? Nee, wir machen es chronologisch, oder? Also genau. Jetzt, wir haben. Ist immer gut. Die, also, oder, nee, hast jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das passt. Ansonsten, dann haben wir es auch gleich abgearbeitet. 4. September, Fanstammtisch. Ja, halte ich sonst am Ende nochmal. Ja, also, kann man ja auch nochmal machen, aber dann ist es rund. Genau, 4. September, 19 Uhr. Diesmal aufpassen im Valleys, hinten im Valley, ehemals Casino, weil wir haben ja noch keine neuen Bögen. So, sprich, wo soll man hin? Und es wurde sich darauf geeinigt, dass wir das halt im Valleys hinten machen. Und ja, komm vorbei, da werde ich dann wahrscheinlich nochmal mehr oder weniger selber erzählen, damit es rund ist, damit es alle wissen. Kannst du einfach den Podcast dort abspielen? Ja, ich werde wieder Werbung machen auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, kommt hin. Und dann. Das machst du ja dann jetzt auch nicht mehr. Nee, das ist echt merkwürdig. Also ich habe schon ganz viele Szenen gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, warte mal, halt nicht mehr meine Veranstaltung. Wie kriegen wir denn jetzt Hauptstadt-Eishockey-Werbung beim Fanstammtisch unter? Naja, ich bin ja trotzdem noch da und werde wahrscheinlich das eine oder andere Mal noch was sagen. Einfach reinbrüllen. Ja, genau, so von der Seite. Oder halt wirklich wie so einen kleinen Werbebanner, den wir einfach dann durchschieben. So. So viel, das Budget haben wir gar nicht. Nee, das malen wir schon. Das machen wir dann auf so ein Stück Papier und dann laufen wir einmal durchs Bild. Radio. Genau. Wir machen das hier an so Wäscheleine und ziehen dann, ja, dann auch so gut, durchs Bild auch durch. Gut. Dann haben wir noch den Effekt und dann fragen sich alle, oh, wir haben das jetzt. Krass. Ja, also 4. September im Valleys. Genau, 19 Uhr. Eintragen, hinkommen, fertig. Gibt es da schon ein Thema? Naja, sicherlich ganz groß halt die Geschichten rund um Bogen. An welchem Stand sind sie gerade? Hoffentlich ändert sich noch bis dato. Oder es kommt wieder so Bewegung rein, dass man gut planen kann. Aber mal schauen. Und dann halt wirklich so generell so die Sommerthemen. Ich weiß nicht, ob jemand vom Verein noch direkt da ist und dazu was sagt, wenn noch irgendwelche kleinen Änderungen sind. Ja, du bist doch da. Ja, stimmt. Ja, aber alles kann ich auch nicht sagen oder muss ich nicht sagen vielleicht. also von daher, aber das wird dann noch alles veröffentlicht, guckt aber in Fanmittlern auf die Seite, in die Veranstaltung, die gibt es ja auch schon und dann wird es da rechtzeitig kundgetan. Wird dann dort auch dein Nachfolger gewählt oder bestimmt? Ja. Wird er gewählt? Der wird selbstverständlich basisdemokratisch gewählt. Gibt es schon Kandidaten? Es gibt unter der Hand Kandidaten, die Lobbyisten bei uns haben sich schon sehr in Bewegung gesetzt, so, aber dennoch, wer sich das zutraut oder Interesse hat, sprecht Sanne und Andreas an oder schreibt denen, je nachdem aktuell, und dann habt da ruhig Mumme und meldet euch und stellt euch zur Wahl. Also ich würde es halt cool finden, wenn mehr als einer oder zwei zur Wahl stehen würden, so, und das ganze Ding halt nochmal eine Wichtigkeit zu geben. In der Presse nennt man das dann böse Kampfkandidatur. Ja, hoffentlich kommt einer von der Bild-Zeitung, ey. Klar, im Valleys. Ich sehe es jetzt schon. Ja, ihr nicht. Nee. Na, ihr dann nicht. Paukenschlag bei der Wahl. Ja. Paukenschlag bei der Wahl. Gut. Ich überlege gerade, ich glaube, Valleys passt mir eigentlich ganz gut. Weil es bei mir quasi vor der Haustür ist. Naja, wenn du nicht da bist, dann kommen wir alle zu dir. Was glaubst du denn? Ja. Ist auch nicht mehr Platz. Ja, ist Wurst. Aber ich glaube, ich habe Nachtschicht an dem Tag. Dann muss ich, aber ich glaube, ich kann dann da besser vorher noch vorbeikommen, mir das ein bisschen anschauen und dann losschießen zur Arbeit als am alten Bogen. Ja, das denke ich auch, Tom. Ja. Aber das ist nur mein Ding. Ja, aber ich erwarte dich jetzt trotzdem. Ich würde mich freuen. Ja.
Pass auf, worüber sich die Eisbären sicherlich bisher in ihrer Vorbereitung sehr gefreut hätten, wäre ein Sieg gewesen. Nicht schlecht. Ja, die war 3 von 10? Ja. 2 von 10? Ja. Okay. Denn der ist bisher ausgeblieben. Wir müssen dazu sagen, der Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Sonntagnachmittag, noch vor dem Spiel gegen Mountfield HK von den Eisbären. Das Testspiel, was jetzt heute noch stattfindet, zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir jetzt nicht gesehen, beziehungsweise haben noch kein Ergebnis dazu gehört. Wir sprechen jetzt heute über das Testspiel in Weißwasser und den Dolomiten Cup sowie das Testspiel bei den Vienna Capitals. Haben wir uns so gedacht. Und auch so ein bisschen den aktuellen Stand in der Vorbereitung, was so unsere Meinung dazu ist. Und vielleicht möchte der ein oder andere auch Lobbyist für einen Spieler werden, der möglichst nicht aus dem Kader gestrichen wird. Ich hab da so eine Vermutung, wer es sein könnte. Aber es ist ein Insider, oder? Also Insiderwissen. Wer es sein könnte? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich habe einfach nur eine Vermutung. Also ich habe keinen, also ich weiß nicht, wo ihr hintendiert. Ich habe einfach nur eine Vermutung. Aber erstmal grob gefragt, jetzt die ersten Spiele sind absolviert worden. Wir haben ja auch einiges sehen können. Also das Spray TV, also das Spiel gegen Weißwasser, was auf Spray TV übertragen wurde, das habt ihr beide ja nicht gesehen, ne? Weil das hat ja viel zu viel Geld gekostet dafür, dass man das die Hälfte des ersten Drittels nicht sehen konnte. Ich muss sagen, also ich habe geguckt bei Spell TV die letzten Jahre, habe ich mir immer dort angesehen. Ja. Und für 5 Euro finde ich das noch okay, so ein Testspiel. Ja. Aber 6,50 ist dann irgendwie so eine psychische Grenze überschritten, wo ich dann sage, nee, muss ja nicht mehr sein. Ist ja schon fast 10 Euro. Ja, ich finde das halt generell ziemlich krass, weil im Endeffekt redest du ja wirklich nur von Vorbereitungsspielen. Also wo im schlechtesten Fall für den Zuschauer beide Teams irgendwie rumdoktoren. Und da halt irgendwie ein ganz schräges Spiel ist und dann sollst du halt dafür, also 5 Euro finde ich schon happig, muss ich sagen, für ein Spiel, was du dir dann halt zu Hause anguckst und dass das halt jetzt so zum Trend wird und du da irgendwie überhaupt, also wenn du dann überhaupt eine Chance hast, die Spiele irgendwo zu sehen, wenn du nicht vor Ort bist, dann gezwungen bist, dann nur noch irgendwie Geld zu zahlen, finde ich das echt happig und finde ich dann auch wiederum irgendwie nicht fair, so für Leute, die halt nicht die Möglichkeit haben, da hinzufahren. Ich sag mal, klar weiß, was er geht, aber halt wie jetzt Dolomiten Cup zum Beispiel. Ist natürlich schon klar, dass das halt finanziert werden muss, halt Kameraequipment und die Leute, die steuern, aber man sieht ja auch bei Sportdeutschland TV und Overtime Radio, dass es auch kostengünstiger geht. Ja, eben. Und ich sage ja wiederum, wenn es gut gemacht ist, finde ich es auch in Ordnung, so, dann sehe ich auch ein, dass man ein bisschen was zahlen kann. So, obwohl ich halt, wie gesagt, ein Fünfer für mich schon so ein bisschen eine magische Grenze ist bei so Sachen. Von der Produktion her, zum Beispiel wie beim Dolomiten Cup, also weil es ist ja dann doch irgendwo ein Link aufgetaucht, um die Spiele. Du kannst das ruhig sagen, okay. Also ich finde, das ist jetzt nicht, also ich hätte es jetzt gleich eh auch gesagt. Na, also, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, ich habe mich nur über den Link gefreut, den du geschickt hast. Ich habe das Spiel in Weißwasser habe ich gekauft für die 6,50 Euro, weil bei uns die Möglichkeit war, nach Weißwasser zu fahren, also ich war ja das Wochenende in Bad Sachsa gewesen und habe ja selber da noch so ein Mini-Trainingslager mit meiner Hobbytruppe. Wie bitte? Ist das nicht in der Nähe? Nee, überhaupt nicht. Nee. Also das wäre sogar noch mal eine halbe Stunde weiter gewesen mit dem Auto, als nach Berlin zurückzufahren. Aber das wäre grundsätzlich nicht das Problem gewesen, aber wir hatten halt, also war halt Familienausflug, ist ja auch egal. Dementsprechend, ich wollte das Spiel aber sehen, weil ich natürlich auch wissen will, in welche Richtung sich das so alles entwickelt bei den Eisbären. Gerade jetzt auch mit einem neuen Trainer, mit einigen neuen Spielern, die interessant sind und so. Und hab da halt dann Geld für ausgegeben, ich habe vom ersten Drittel quasi, glaube, 2 Minuten gesehen. Also den Anfang habe ich verpasst, dann kam das Schwarzbild und dann irgendwann erst das zweite Drittel. Geschenkt, ist egal. Und beim Dolomiten Cup habe ich es halt so gemacht, dass ich tatsächlich das bezahlt habe, also gekauft habe. Und die haben im Endeffekt, wie die Vorjahre, die Spiele auf YouTube übertragen. Über Asagio TV, glaube ich, ist das der Kanal. Und haben dann aber einfach nur die Übertragung auf privat gestellt. Also du kannst die nur mit Link abrufen. Und diesen Link, der Link quasi war hinter der Bezahlschranke. Aber theoretisch hätte man das machen können, dass man, weiß ich nicht, einer kauft diesen Link und stellt den dann in diese Facebook-Gruppe. Nee. Und dann hätten da plötzlich 1000 Leute zugeguckt. Mhm. Wahrscheinlich nicht, aber so hätte das laufen können. Aber dadurch ist der Link dann zu euch gekommen, weil ich mir dachte, gut, jetzt habe ich den, könnt ihr den auch sehen. Ja, so.
oder könnt ihr das auch haben. Aber da habe ich mich beim Dolomiten Cup, war ja wenigstens die Produktion so, dass man sagt, okay, da steckt ein bisschen genau, das meinte was ich halt. Dahinter. Da gab es wenigstens Interviews in den Drittel oder zumindest im ersten Drittel. Es gab Wiederholungen und so und das war schon, da war der Produktionswert, sage ich mal, ein bisschen höher. Bei Spray TV, das war halt, also das war zum Beispiel so eine Übertragung, wo ich sage, ey, das hätte man auch einfach so auf YouTube oder auf Facebook übertragen können. Und einige hatten ja bemängelt, dass es da keine Comments gab, ne? Also beim Dolomiten Cup. Ja, das kann man ja auch deaktivieren. Also wenn du auf YouTube live streamst. Nee. Ich hab's nicht geguckt. Also ich hab die Spiele geguckt. Nein, ich hab's bezahlt und hab's dann ausgemacht. Ich meine halt keine Kommentare, die das Spiel kommentiert haben. Ach so, meinst du? Ich dachte, du meintest jetzt Comments mit, dass man das Video live kommentiert. Mhm. Nee, also einen Kommentar gab es nicht. Aber fand ich angenehm. Ich wollte gerade sagen, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, ich habe mir dann überlegt, in welcher Sprache soll man das auch machen? Italienisch oder zwei deutsche Mannschaften, dann auf Deutsch oder Schweizer, Englisch? Schweizerdeutsch. Ja, ich hatte mal geguckt im letzten Jahr, da gab es noch eine Übertragung. Da gab es noch die Übertragung mit Kommentar. Das hat eine Kommentatorin kommentiert, aber das war so ein, das war, glaube ich, so ein leichtes Schweizerdeutsch, heißt es so, ja. Aber das, also es war, sage ich mal. Südtirol ist ja dann, eigentlich gehörte früher mal zu Österreich, also hat ja nichts mit der Schweiz zu tun. Aber es war jetzt kein mit Hochdeutsch. Dialekt. Ja, mit Dialekt. Ja. Als ob Andreas Gabalier hinter Mikro saß. Aber der wurde ja auch gespielt, das war das einzige Negative, das hat man wieder gehört, weil keiner gequatscht hat. Ich fand es sehr angenehm, dass die dort viel Italo-Mucke gespielt haben. Ja, das ist ja natürlich verständlich. Ich habe es nur im Hintergrund angehabt, habe dann natürlich nicht mitbekommen, falls einer mit der Stimme lauter wird, falls ein Tor fällt, aber die Musik war gut. Du musstest Fotos sortieren, ne? Ich glaube, das war der Tag. Einen Tag vorher warst du auf deiner Fototour, über die wir noch nicht sprechen, weil wir das erst machen, wenn es dann raus ist. Genau, stimmt, ja. Wobei du das schon angeteasert hast, wahrscheinlich wissen die meisten Leute eh, was du da angeteasert hast. Können wir trotzdem schon reden. Du hast Fotos von Berlin gemacht. Genau. Ich wurde angeschrieben vom Dump and Chase Magazin. Die haben da so eine Serie, wo sie über alte Stadien berichten und in der ersten Ausgabe waren sie, glaube ich, in Augsburg, kann es sein. In der letzten Ausgabe waren sie in Krimmitschau und in der nächsten Ausgabe, da wollen sie halt was vom Valley zeigen. Und dann ist da quasi nicht nur einmal Arena Sonntag, sondern ein ganzer Arena-Monat und sind dann 6 oder 8 Seiten voll mit meinen Valley-Fotos. Also kauft euch das Dump and Chase Magazin. Genau, wenn das erscheint, dann werden wir ja, denke ich mal, noch mehr als genug darauf hinweisen, dass es da ist und dass die Leute das kaufen sollen. Ja. Ja. Okay, dann können wir ja erstmal auf die Spiele zu sprechen kommen. Weißwasser. War dieses Testspiel, was sie im Valley gemacht hatten, dieses inoffizielle, war genau einen Tag vorher oder 2 Tage vorher? Das weiß ich nicht mehr genau. Das war ein Freitag, also müsste 2 Tage vorher gewesen sein. Also 2 Tage vorher und das war so deutlich, ne? Das war 7-1 oder so für die Eisbären. Ja. Aber gut, geschenkt. Also weil Weißwasser war ja vorher im Valley und hat sich da halt auch vorbereitet. Genau. Und dann halt das Spiel in der Lausitz bei den Lausitzer Füchsen. Und das ging, das Ergebnis war 2-3 oder 4-3 nach Penaltyschießen. 4-3, glaube ich, ne? Nach Penalty. Irgendwie sowas. Ich habe es auch nicht mehr so ganz im Kopf. Ist ja jetzt auch, also die Ergebnisse an sich sind jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so super wichtig. Aber das war das erste Testspiel, das erste Mal, dass man so mehr oder weniger sehen durfte, konnte, was die Eisbären unter Serge Aubin als neuen Cheftrainer spielen wollen oder wo ungefähr so die Richtung hingeht. Wie war denn dein Eindruck, Flo? Ach nee, du hast es ja nicht gesehen, das ist ja dumm jetzt die Frage. Ja, nee, wie war dein Eindruck, Tom? Was hast du gesehen? Ich war jetzt schon beim Dolomiten Cup. Ich finde, das Weißwasserspiel kannst du eigentlich gar nicht so hoch werten, weil es war halt, wie gesagt, war das erste Testspiel. Weißwasser muss ja offenbar deutlich besser gespielt haben als noch ein paar Tage zuvor. Ich fand in dem Weißwasserspiel bisher die Verteidigerpaare bisher am besten oder am für mich am nachvollziehbarsten. Das hat sich jetzt dann eigentlich von Spiel zu Spiel verändert in eine Richtung, die ich irgendwie nicht so cool finde, aber ich bin ja auch nur der Sofa-Trainer, sag ich mal. Aber da war zum Beispiel Jonas Müller und Ryan McKiernan im ersten Verteidigungspaar, was wir ja auch ungefähr in unserem Artikel angeteasert hatten, wo wir darüber geschrieben hatten, Hannes und ich, wie das Line-Up der Eisbären am ersten Spieltag gegen Wolfsburg aussehen könnte.
Und da hatte ich zum Beispiel Müller-McKiernan, weil ich einfach die Kombination sehr interessant finde, zumindest in der Theorie. Aber da war zum Beispiel dann auch Kai Wissmann, glaube ich, nur siebter Verteidiger, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, habe gegen Weißwasser. Frank Hördler war siebter Verteidiger und Erik Mick und Wissmann waren zusammen Verteidigerpaar. Ist ja auch egal. Spielerisch war es halt nicht so das ganz hohe Niveau, waren aber interessante Sachen dabei und das war so das erste Spiel, wo ich für mich persönlich meinen Favoriten der Vorbereitung schon das erste Mal mir so mehr oder weniger, wo ich den das erste Mal so auffällig fand. Und dann hat sich das so die nächsten Spiele mehr oder weniger gesteigert. Ich will jetzt aber erst anteasern, weil wir. Aber ich glaube, wir meinen denselben, weil der ist mir auch schon zwei Tage zuvor aufgefallen, als ich halt im Valley Live dabei war. Müssen wir mal schauen. Wir haben auf jeden Fall bei einem Training schon mal über ihn gesprochen gehabt. Also da habe ich dir zumindest gesagt, dass ich den ganz schön flott finde und gut finde. Deswegen. Nee, André Rankel hat sich gemacht auf jeden Fall. Aber André Rankel ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil André Rankel ja in Weißwasser zum Beispiel noch in der ersten Sturmreihe gespielt hatte und ja dann nach und nach immer weiter runter im Line-Up gerutscht ist. Hat sich kontinuierlich runtergearbeitet. Ja, beziehungsweise war die Reihenzusammenstellung halt, hat sich halt so krass verändert, dass es halt, also... Na, die letzten Spiele waren eigentlich immer so zwischen 3 und 4, ne? Ja. Auf 3, glaube ich, sogar die letzten 2. Nee, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Beim Dolomiten-Cup dann bei, oh, ich weiß jetzt nicht, ob es gegen Bern oder gegen die Norweger war, wo er dann auch so lange gefehlt hat, wo Aubin dann irgendwie, also er hatte mit 8 Stürmern gespielt. Nee, Quatsch, mit auf jeden Fall einen überschüssigen Stürmer hat er ja gehabt. Wo er dann immer hin und her tendiert hat, wo wir dann beide auch, oder wir Dreier geschrieben hatten, so um den einen Spieler, um den wir noch reden, und dann, dass halt Rankel auch eine längere Pause hatte. Also 13 Stürmer und dann, genau, ja. So, also wo er dann irgendwie mal rumgestellt hat. Also da war es halt auch auffällig, dass halt Rankel halt nicht auf dem Feld war, der ja sonst immer mit erste, zweite Reihe war. Das stimmt wohl. Obwohl halt mit dem ganzen Line-Up, um jetzt mal wieder so allgemein kurz zu machen, was mir halt aufgefallen ist, dass halt die eine Reihe um den einen Spieler, über den wir noch reden, Herrn Lapierre, und mit wem hat er noch in einer Reihe gespielt, die letzten zwei? In Weißwasser jetzt, oder? Die letzten zwei Spiele jetzt, also... Also reden Wien, wir jetzt über Bern oder über... Über Wien und gegen die Norweger. Wie hießen die denn, Mensch? Das war der norwegische Rekordmeister. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist egal. Ja. Auf jeden Fall, dass das die letzten zwei Spiele, zumindest die Reihe war, die halt nicht auseinandergepflückt worden ist, die halt so geblieben ist. Fand ich jetzt nicht schlecht. Aber im Endeffekt über den Dolomiten-Cup generell fand ich halt gegen Bern haben sie halt doch schon ein bisschen offensiver gespielt, sehr viel Zug zum Tor gehabt, versucht da irgendwie was zu machen. Dadurch ist mir dann wiederum aufgefallen, dass es halt nach hinten sehr schnell ging, schnelle Konter, wieder teilweise 1-2, 2-1 Situationen rausgekommen sind und halt gegen die Norweger das halt irgendwie umgekehrt war. Da hatte ich das Gefühl vom Zusehen her, dass es mehr, okay, wir konzentrieren uns heute mal auf die Defensive, wir laufen mal mehr zurück, so diese Konter sind weniger zustande gekommen und dadurch ging aber halt nach vorne nicht so viel. Den Eindruck hatte ich. Ansonsten, ja gut, sind halt Spiele und das ist halt, auch wenn es ein Turnier ist, in Anführungs- oder ja, ist ein Turnier, ob du da nun Letzter oder Erster wirst und da halt, wir sind nicht da so einen größeren Pott oder einen kleineren Pott kriegt, finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil dann sind es halt Vorbereitungen. Also ich schwelge immer noch in Erinnerung vom 2008er Turnier. Das war klasse. Ja, aber da war es ja auch so mehr das Rundherum, oder? Auch. Ja. Nee, also von daher, also da finde ich sowas halt zum Beispiel wichtiger und so die Geschichten von den Leuten, die halt unten waren in Südtirol, das muss wohl mega für die gewesen sein, so war wohl eine echt coole Zeit, finde ich dann halt auch einfach wertvoller. So, ich sag mal, selbst wenn wir halt heute dann ohne mal auf den Deckel kriegen, so wenn es dann halt im Spiel jetzt im Valley gegen Pardubice halt immer noch so hoch ausfallen sollte, dann mache ich mir echt Sorgen, weil dann sind es nur noch knapp 2 Wochen bis gegen Wolfsburg. Und wenn du dann halt da immer noch so spielst, dann wird es echt knifflig. Aber bis jetzt, ja gut, Vorbereitung. Im Endeffekt, was halt Tom gesagt hat, viele neue Spieler, der Trainer fummelt da ein bisschen was.
muss man, glaube ich, in Kauf nehmen. Schrauben noch am System. Und ja. Dazu habe ich mir ein Foto im Hinterkopf. Ja, genau. Wo hier Mark Oliver PC Library am Kopf rumschraubt. Ja, eben. So, also wie gesagt, von daher bin ich noch relativ entspannt. Meine Skepsis grundlegend ist trotzdem nicht weg jetzt. So, deswegen, aber ich mache mich da noch nicht so wild wie manche andere in irgendwelchen Foren oder Plattformen, die da, wir sind nicht jetzt schon Vorstand raus oder sonst was für ein Späßchen machen. Hast du einen norwegischen jetzt gefunden? Habe ich schon länger gefunden gehabt, aber ich wollte dich natürlich ausreden lassen. Ja, na, ich bin jetzt fertig. Ich würde mich, also Wellerenga IF, Wellerenga, keine Ahnung. Mhm. Das. Wollirenga. Wollirenga, genau. Man muss ja auch Zielringe. Ist das dann der Sendungstitel? Wollirenga IF? Wollirenga. Aber nur mit so einem Kreis über dem A. Ja. Wollirenga IF Oslo. Muss ja auch sagen, beim Dolomiten-Cup beide Ergebnisse ja recht knapp. Mhm. Also war jetzt nicht so, dass sie sich da komplett blamiert hätten. Gegen die Norweger war es ja sogar, war es ja dann auch im Penaltyschießen. Ja. Und ja, also war jetzt nicht so, dass man, dass sie da komplett sich haben abschießen lassen und man überhaupt keine Ansätze gesehen hätte. Mhm. Was mich ja auch dazu verleitet hat, dass ich auf Hauptstadt Eishockey in meinem Artikel da zu dem Spiel im Weißwasser und zum Dolomiten-Cup geschrieben habe, dass man da jetzt an sich keine Panik haben sollte und dass es halt natürlich normal ist, dass es an gewissen Ecken auch noch hakt. Und es muss auch haken, finde ich, weil es wäre komisch, wenn es diese Saison genauso laufen würde wie letzte Saison, weil dann müssten die Eisbären zu Weihnachten wieder einen neuen Trainer einstellen. Ja. wenn man quasi dem Ding folgen möchte. Ja, 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 ja. Eine Sache, die mir gerade beim Dolomiten-Cup aufgefallen ist, ich finde unfassbar spannend, wie die Eisbären quasi gegen den Puck arbeiten. Mhm. Gerade noch in der Angriffszone, wenn sie da den Puck verlieren oder gegen die Scheibe arbeiten müssen. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass das wieder sehr, also dass das wirklich sehr aggressiv ist, dass dort gerade, man spricht von der Weak Side, also die Seite, wo der Puck sich in dem Moment erstmal nicht befindet, dass dort der Verteidiger sehr aggressiv quasi gegen den Stürmer arbeitet. Also muss ich das so vorstellen, dass man ja quasi auf die Scheibe und auf den Aufbau des Gegners Druck ausübt und den quasi dahin forciert, also auf die Seite, wo quasi weniger Spieler sind, also die Weak Side. Und häufig ist es ja im Eishockey so, wenn man diesem oder wenn man jetzt konservativ spielt, sage ich mal, wenn der Gegner diesen ersten Druck umgeht, dann hat er meistens ja dann einen guten Aufbau, weil der Spieler, der dann die Scheibe bekommt, halt wenig Druck bekommt, weil der Verteidiger ja meistens sich schon zurückzieht, Mittellinie oder schon vielleicht Richtung eigener blauen Linie, und dann kann man durch die neutrale Zone kommen, was die Eisbären aber dieses, also zumindest in den beiden Spielen häufig gemacht haben, war, dass der Verteidiger quasi direkt schon den Stürmer des Gegners unter Druck gesetzt hat, an deren blauen Linie, und somit quasi da schon versucht hat, einen Puckverlust zu erzwingen, beziehungsweise zumindest, oder den Pass zu verhindern, dass der Gegner sich was anderes einfallen lassen musste. Und das finde ich insofern schon interessant, weil es halt aggressiv ist und weil es zur Offensive führen kann, weil man dadurch viele Puckverluste erzwingen kann, was aber im Negativ- oder im Umkehrschluss ist, wenn die Absicherung fehlt oder dieser Druck halt nicht erfolgreich ist, dann hat der Gegner häufig die Chance, in Überzahl auf das Eisbärentor zu laufen, oder auf 2-auf-3 Situationen oder sowas. Und man hat dadurch dann natürlich, also man bietet dem Gegner natürlich Möglichkeiten. Also man sagt so, also es ist ein hohes Risiko, aber man hat halt, also High Risk, High Reward, also man geht ein hohes Risiko und man kann aber halt das durch das Tor halt auch sich belohnen, sag ich mal. Ja, das fand ich schon interessant beim Dolomiten Cup zu beobachten. Ja, das ist ja das, was ich praktisch auch gerade gesagt habe. Ja, aber ich habe es noch ein bisschen detaillierter ausgeführt. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Nein, war jetzt nicht so gemeint. Alles gut. Nee, also von daher, ja, was der Cup. Ich glaube, da war diese, ich weiß nicht, wie willst du es nennen, weil es ja eigentlich doch schon außergewöhnlich ist, dass es halt so ein Vorbereitungsturnier ist, was halt so weiter weg liegt, was halt mit diesem Trainingscamp gleich hinten angeschlossen ist. Also vom Prinzip her sind die ja 2 Wochen im Trainingslager. Und das weit weg von Berlin.
wahrscheinlich mehr so teambildende Maßnahme ist. Also fand ich das von daher, waren halt die Spiele für mich echt so ein bisschen nebensächlich. Das waren halt so kleine Details, auf die man halt schaut. Also zum Beispiel war beim Dolomitencup fing das an, dass Konstantin Braun auf der rechten Verteidigerseite gespielt hat, als Linksschütze, was halt, also und vor allem im Paar mit Jonas Müller zusammen, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen konnte in dem Fall, weil Jonas Müller schon in seiner Karriere schon häufig auf der rechten Verteidigerseite spielen musste, da auch einen guten Job gemacht hat. Und Konstantin Braun wirkte zum Beispiel gerade in dem zweiten Spiel gegen Wolli Ringer. Bei Haller. Genau. teilweise schon sehr überfordert. Und gerade im Spielaufbau ist es halt auch schwierig, weil du musst halt, also du bist halt immer gleich mit dem Puck in, du musst den Puck eigentlich irgendwie diagonal durchs eigene Drittel bringen oder halt, also du hast halt nicht den einfachen Weg über die Bande zum Beispiel raus und das war halt dann das schon. Das ist echt so ein Riesenunterschied, weil, also ich kenn's nicht von dem bisschen, was ich mal Hockey gespielt habe, da war ich froh, wenn ich gerade ausgelaufen bin und der Pass da angekommen ist, wo er halbwegs ankommen sollte. Also wenn du jetzt wissentlich von links auf rechts gehst als Verteidiger, ist das echt so ein Unterschied? Ist von meiner Seite aus schwer zu beurteilen, weil ich bin auch Linksschütze, aber ich spiele lieber rechts in der Verteidigung auf der rechten Seite. Aber ich weiß von anderen Spielern, dass das für die schon eine große Umgewöhnung ist, weil, also gerade wenn du, glaube ich, als Linksschütze lange auf der linken Seite spielst und dann auf der anderen Seite spielst, ist es schon nochmal ein Unterschied, weil du dich anders positionieren musst. Du hast halt von deiner Schlägerposition her ist es anders, wenn der Gegner nach innen zieht, beziehungsweise nach außen an dir vorbei. Also du willst ihn ja theoretisch immer nach außen ziehen lassen und willst ihn an der Bande haben und ich, ja, und im Aufbau, also der größte Faktor ist wohl im Aufbau, dass du halt quasi eigentlich immer nur den Weg über deine Vorhandseite zur Mitte hast und die Mitte ist ja häufig eng. So war das bei Ovechkin mal, als ein neuer Trainer in Washington kam. Magst du die eigentlich? Mhm. Eigentlich spielt er links, schießt rechts und dann sollte er als Rechtsschütze rechts spielen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Das war Adam Oates, ne? Ganz genau. Ja. Ja. Das war auch eine dunkle Zeit in der Geschichte. Das war, glaube ich, sogar eine seiner schwächsten Saisons in der NHL. Aber das war die Saison, wo ich auch da war. Ja. Ja. Da hieß es dann so von wegen, warum schießt Ovi kaum noch Tore? Und ja, weil er dann, da muss er doch defensiv spielen. Da ging es doch, dann sind die so dumm auf die Kritik eingegangen, dass Ovechkin defensiv so schwach wäre. Ja, gut, aber wenn er 50 Tore pro Jahr schießt, ist auch egal, ob er in der Defensive mehr oder weniger nur daneben steht und nicht viel macht. Ja. Also ein Quatsch. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte zum Dolomiten Cup, war, dass mir, ja, machen wir mal zwei Sachen. Eine Sache war die Reihe Shepard, Backman und Ortega, die ich auf dem Papier irgendwie ein bisschen komisch fand, weil zwei Rechtsschützen auf dem Flügel, an sich ein ähnliches Thema wie bei den Verteidigern gerade. Aber die finde ich zum Beispiel, wenn man sie dann spielen sieht, sehr, sehr interessant. Gerade Ortega gefällt mir bislang sehr gut. Viel Tempo, viel Spielwitz und da kommen wir dann auch zu dem zweiten Punkt, den ich auch in dem Game Recap geschrieben hatte, dass es momentan noch so wirkt, als hätten einige Spieler mehr Freiheiten im System und könnten ein bisschen kreativer auflaufen, aber das ganze Spiel nach vorne ist dann auch sehr von diesen einzelnen Spielern abhängig. Also wenn die nichts machen oder von denen nichts kommt, dann ist halt die Offensive, also dann Harvard ist auch so ein bisschen im Umschaltspiel nach vorne. Ja, das ist mir noch so vom Dolomiten Cup im Kopf gewesen. Ja, dann kam eine Woche Trainingslager bei einem Sponsor. Das erste Marketing-Trainingslager seit Jahren. Ja. In Berchtesgaden. Mhm. Ja. Was ja schon auf den Trikots jetzt richtig vom Dolomiten Cup zu sehen war. Ja, aber von den Trikots waren ja alle begeistert, ne? Findest du? Finde ich nicht. Ich habe es bei Twitter, die Reaktion nehme ich auf. Also für mich sah es aus wie halt so ein, was die Iceman schon öfters hatten mit dem Brustring. Aber es sieht halt in sich stimmiger aus, weil da keine einzelne Farbe rausragt, wie zum Beispiel rotes Clean-Roar-Logo oder so, sondern alles halt blau-weiß war. Ja, ne, es war halt stimmiger, was soll ich denn sagen, ja. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, wie ich die Trikots finde dieses Jahr. Und da war das natürlich ein absoluter Gegensatz, wo es dann aber halt auch stimmt, weil da ja, ich glaube, zwar an vielen Flecken, aber dann trotzdem immer mehr oder weniger derselbe Sponsor ist, was er halt Berchtesgaden. Nicht derselbe, sondern es waren aus der gesamten Region gefühlt alle Unternehmen da drauf. Naja, aber ja, was er halt trotzdem. Die Molkerei
und hier, wie es eine Seilbahn und alles. Also. Was man da halt hat da unten. Ja. Wohl Seilbahn haben wir ja auch. Jetzt könnt ihr Strebern. Und wo ist die Seilbahn in Berlin? In Marzahn. Ja, richtig. In den Gärten der Welt. Richtig. Nee, aber auf jeden Fall fand ich das aber halt nicht ganz so erdrückend, nenne ich es mal, wie halt jetzt auf den Trikots. Also ja, jetzt stimmig war, eben, ich. Genau, so von daher, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass halt viele sagen, das sieht gut aus. Mhm. So, wie halt der letzte Gast von uns, der Elch, der hat es ja auch gesagt. Oder ja. Getwittert zumindest. Genau. Kommissarow auch. Das auch, hatte mir geantwortet, weil ich hatte mich halt nur darüber geäußert, also ich hatte so ein Fake-Dialog quasi getwittert, so von wegen, nein, wir können nicht überall Berchtesgadener Land bewerben. Und dann hat Berchtesgadener Land, hold my beer, und ja. Dann war halt auf einmal überall, also weil es war halt schon auffällig an jeder Stelle, klar. Wo sonst die anderen Sponsoren halt sind, war halt Werbung fürs Berchtesgadener Land oder halt, was du gesagt hast, die anderen Unternehmen aus der Region. Ich habe mich hauptsächlich eigentlich daran gestört, dass die Farbe des Trikots zumindest in dem Livestream anders, also es war ein anderes Blau als das der Hose und der Stutzen. Daran habe ich mich eigentlich gestört. Ernsthaft? Es war ein helleres Blau. Ernsthaft? Ja. Das war Hose und Stutzen waren halt die normale Ausrüstung. Genau, das war das normale Blau, ja, das Dunkelblau. Ja, vom Training die Stutzen, das waren ja nur nicht diese Spielstutzen. Genau, halt. Und das Trikot hatte so einen anderen Ton. Ein bayerisches Blau. Nee, das ist zu hell, glaube ich, das bayerische Blau. Das ist bewusst. Das Blau und Weiß. Also. Das fand ich eher störend. Aber störend so, fand ich ja. Oh. Die ganzen, also der Marketing Overkill. Das hat mich richtig gestört. Jetzt in der Woche dann danach, nach dem Dolomitencup oder ja, schon also währenddessen? In der Woche danach beim Trainingslager. Also die Videos waren nett gemacht zum Beispiel. Aber krass, und hier und das Unternehmen und hier und das muss noch perfekt in Szene gesetzt werden. Und oh, hier ist ja auch noch was, ein kleines Unternehmen aus Berchtesgaden. Und oh, hey, echt gut. Und das war schon ein bisschen krass. Und ganz besonders ist mir dann auch aufgefallen bei diesem Magenta Sport Kühlbox Live von Patrick Ehelechner. Habt ihr das gesehen? Nein. Also so ausschnittsweise, ich habe es ja vorhin erzählt. Also ja. Wo ich es geladen habe und habe gesehen, es geht irgendwie 30, 40 Minuten, habe ich gedacht, nee, komm, solange halte ich den Ehelechner nicht aus. So habe ich jetzt Wahnsinn. Ja. wirklich jetzt mal kurz, das Größte, was mich, glaube ich, bei dem nervt, ist halt wirklich, dass der eigentlich nur ein Gesicht hat. So, also Mimik spielt bei dem irgendwie, glaube ich, überhaupt keine Rolle. So von diesem interessiert, überrascht, lustig, das ist irgendwie alles ein Gesicht und eine Tonlage von alles der Stimme. Alles Wahnsinn. Ja, alles ja. Wahnsinn und toll und alle voll verrückt und ja. Gib mir mal was mit, was ich versteigern kann, aber egal. So, wie also, drückt sich das bei dem durch das Verwuscheln der Haare aus? Ja, aber das hat er ja auch schon eine Weile. Die Emotion, also, die er zelebriert seine Emotion über die Haare. Haar-Emotion. Wow, das ist eine Marke. Das ist eine Marke. Wie er sein Man-Dutt, wer ist das? Man-Bun? Ja, Man-Bun, ja. Wie er sein Man-Bun trägt. Naja, ist ja wurscht. Nee, aber auf jeden Fall hatte ich es kurz gesehen, ja. Ich habe auch die letzten 20 Sekunden gesehen gehabt, da ging es um Buschis Unterwäsche und dann dachte ich mir, ja gut, hast nichts verpasst und dann habe ich es. Aber da war es schon drauf geschissen. Wirklich penetrant, da ist mir dann, da war der Overkill. Oh, was für ein schönes Hotel hier im Berchtesgaden. Das Kempinski. Ja, gut. Oh, und hier und Aber gut, das macht er ja überall. Wir sind nicht damals wo war er? Beim Tölzer in Augsburg mit seiner Harley. Und bei David Wolf so, war er auch bei der Wolf, wo er sich wesentlich über den Mixer gefreut hat oder so ein Scheiß. Also das muss aber er ja schon machen. Da kann man schon groß Product Placement drüber schreiben, Werbung. Und als er dann auf dem Balkon war von Konstantin Braun und Florian Busch, oh, ihr habt noch eine Geschenktüte bekommen mit Joghurt vom Berchtesgadener Land und nochmal in die Kamera halten und alles. Ja, also, okay, ja. Das war schon heavy. Okay. Ja. Sind die Tagebücher eigentlich als Werbung markiert? Weiß ich nicht, aber das ist ja neutral. Oder müssen, weiß ich nicht, ob das so neutral, wenn du sagst. Also bei da wird Facebook ja war auf alle Fälle bezahlte Kooperationen. Okay, und ja, dann sind die markiert. Ja. Gibt es dann jetzt auch Erdbeerjoghurt in der Arena, das wäre geil. So schön mit so einem kleinen Löffel. Oh ja, na jetzt, wenn ich in den Spielen. Es gibt dann so Bowls, gibt's ja. So na, ich, Cheer Bowl. Ich brauche so ja irgendeinen Ausgleich. Ich kann ja jetzt während der Spiele nicht mehr trinken. Ich brauche jetzt Erdbeerjoghurt. Aber Flo, da hat vielleicht die wichtigste Frage: Welches Bier gibt es denn? In keine Ahnung, ich hole mir meins wahrscheinlich öfter am Bogen. Krass fand ich Augustiner. Auch. Augustiner.
also dieses Format nochmal an sich, eigentlich ist das ja ganz spannend, du hast ja schon Steffen Tölzer erwähnt. Ja. Wenn er dann mit einem Spieler alleine ist, kann da was zustande kommen, aber mit zwei Spielern, die blödeln halt die ganze Zeit miteinander rum. Und ein Satz, den ich zum Beispiel... Zumal die beiden Spieler halt auch, ne? Ja. Die halt auch dafür bekannt sind, dass sie gerne rumblödeln. Der hätte wahrscheinlich nur den Selfie-Stick reinstellen müssen und wäre eine halbe Stunde weg gewesen und es wäre immer noch... Käsekuchen essen. Entertainment. Das wäre auch schon, glaube ich, allein nur mit Buschi wäre das schon interessant geworden, ne? Weil Buschi ja nun wirklich auch gerne das so rumblödelt. Ja, aber die haben sich da irgendwie so reingesteigert, dass auch mal blöde Sätze fallen, wie zum Beispiel von Konstantin Baum: Meine Fans haben Arbeit und sitzen nicht zu Hause. Alter, was geht denn jetzt ab? Okay. Das fand ich richtig mies. Ja. Und was ich auch bedenke, aber den Zusammenhang davon? Ne, irgendwie das, wer jetzt zugucken kann, der hat keine Arbeit und so weiter und weil das irgendwann nachmittags war und okay. Ist halt einfach nur mega dumm gewesen. Aber dann ist ja die Fragestellung eher das Dumme. Nee, ja also die Antwort ist auch blöd, also würde ich jetzt gar nicht widersprechen. Aber es war ja keine Frage, also waren Geblöde zwischen den beiden Spielern. Ach so. Da können sie vielleicht in der Kabine reden, aber... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, ich fand es mega dumm. Ja. Und was ich auch bedenkenswert fand, war, als sie dann in den Raum, also ins Zimmer von Leo Föder gegangen sind, sagte Konstantin Braun noch: Ledige Frauen, Zimmer 225, beherrscht das Garn, der Leo freut sich. Und da kam jedoch sofort von vor 16 Jahren, Trainingslager 2003 in Schweden, in Thüringen, das wieder nach oben im Kopf, wo Ivan Corriveau und Bradley Byrne 19 Tage in U-Haft saßen wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Also ich weiß nicht, ob das im Kopf drin ist von so einem Spielern, dass man da nicht leichtfertig sowas sagen sollte. Hier, Lady Frauen, guck mal hier und hier. Und ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, so die Verknüpfung war nicht da, weil da halt auch keiner dran gedacht hat. Ja, eben. Da haben ziemlich viele an nichts gedacht. Ja, bei der gesamten Übertragung. Ja, ich glaube auch so oder so. Also ich kenne es von mir auch damals, wenn wir mit dem Judo mal so Trainingscamp, wir sind damals immer nach Greifswald hochgefahren. Da hockst du halt die ganze Woche aufeinander, hast halt eigentlich, tendierst halt nur zwischen Essen und Training, so, und da schaltest du das Hören halt auch an manchen Stellen einfach aus, so, weil du halt so nur noch in dieser Blase lebst und halt auch irgendwo, also so ging es mir zumindest damals, halt irgendwo immer so ein bisschen Lagerkoller hast, weil du halt 24 Stunden nur mit denselben Leuten zusammenhängst und nur dasselbe als Thema hast und sonst was, und da ist, glaube ich, haben sie sich in dem Punkt, glaube ich, keinen Gefallen getan, dass sie halt Braun und Busch genommen haben, die ja dann, wie Tom sagt, dann halt immer die Sprüche raushauen. Ich glaube, hättest du da irgendwie vielleicht nur Braun und einen von den etwas nicht so aufregenderen Leuten genommen, wäre es, glaube ich, ein bisschen was anderes gewesen. Aber da kann ich mir halt vorstellen, war wahrscheinlich mehr so vom Magenta dieses Entertainment. Wir brauchen jetzt den super Cable Guy, der sonst immer da war und der uns schon mal Sprüche geliefert hat. Und Braun ist ja auch da, dann nimm mal den auch gleich mit. Ja. Ich glaube, das war mehr so der Hauptpunkt von Herrn Ehelechner, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist auch einfach der Reiz dieses Formats, dass das halt so zwanglos ist und auch nicht wirklich, sag ich mal, einen fest vorgegebenen Plan hat, so wie du es sonst halt kennst, du brauchst eine 30 Sekunden Antwort, weil wir müssen die dann irgendwo in den Trailer mit reinschneiden können oder sonst was, sondern es geht ja wirklich darum, die zu begleiten, und dann hast du halt so gewisse Leute, die brauchen da so, um sich an die Kamera zu gewöhnen oder an die Situation zu gewöhnen, und dann tauen sie auf und quatschen dann halt auch mal ein bisschen was. Oder du hast halt Leute wie Busch, also gerade Buschi ist ja da so mehr oder weniger für bekannt, dass er halt immer so ein bisschen mit Ironie auch so in so einer Situation ist und das alles auch nicht so ganz ernst nimmt und sich da eher drüber lustig auch macht. Und dann vielleicht auch hier und da mal die Kamera halt einfach vergisst und halt dann so einen blöden Spruch. Und wie gesagt, der Kontext ist ja, deswegen hatte ich vorhin nachgefragt, was die Fragestellung war oder so. Was dann apropos noch. Kontext, gut, dass du das nochmal erwähnst, da wo ich nach dem letzten Podcast, wo wir über Craig Martin gesprochen hatten, über den Polizisten von den Preußen damals. Für die das nicht wissen, sollte ich das damals erklären. Und für die, die das jetzt nicht wissen, vor 16 Jahren, also damals hat eine 20-jährige Schwedin im Eisbären-Trainingslager 7 Eisbären-Spieler angeklagt, sie vergewaltigt zu haben. Nach 12 Stunden kamen 5 Eisbären-Spieler frei und Bradley Byrne und Ivan Corriveau blieben halt 18 oder 19 Tage im Untersuchungshaft und wurden dann aber komplett freigesprochen und haben dann auch hier die Saison wieder gespielt.
Und das Interessante dazu ist ja wiederum, dass ein Jahr, nachdem das mit den Bären waren, Köln da auch oben war, genau in demselben Dorf untergebracht. Und dass es da halt wohl auch wieder zu einer ähnlichen Szene kam, das aber medial nicht so weit ausgearbeitet wurde. Und gerüchteweise hat man dann sogar gehört, dass es wieder dieselbe Dame ist. Also ohne jetzt irgendwas niederzumachen oder sonst was, aber das ist halt schon komisch, sag ich mal. Aber gut. Ja, aber das Thema kam mir sofort auf, als Tine Braun dann sagt, hier Zimmer 225. Ja, Kindsköppe. Fühlt alles ein gutes Beispiel, wenn wir mal kurz über die neuen Spieler bei den Eisbären, wollen wir kurz über die sprechen, was ihr da für einen Eindruck von denen, die ihr bisher gesehen habt, was ihr da so für einen Eindruck habt? Ah, ich muss ehrlich sagen, also für mich ist noch keiner so richtig krass aufgefallen. Das ist, glaube ich, in dem Moment so das negativste Beispiel, in Anführungsstrichen, ist für mich Herr Ramage. So, wo ich jedes Mal gucke, ach so, ja, stimmt ja, der ist ja auch da. Ja. So, der ist ja auch noch hier. Oder dann auf irgendwelchen Bildern ihn sehe, hey, wer ist er überhaupt? Ah ja, okay, stimmt, Ramage. Der für mich halt noch gar nicht so irgendwie wahrzunehmen ist. Aber genauso in die andere Richtung gibt es für mich halt auch noch nicht den Großen, der jetzt irgendwie eingeschlagen ist oder wo du jetzt in der Vorbereitung schon siehst, dass das irgendwie was Cooles wird, dass da irgendwie was Großes kommt. Von den neuen Spielern. Ja. Das Gefühl habe ich halt noch nicht so. Das ergibt sich vielleicht irgendwann, aber bis jetzt ist es halt, ja, muss ich eher sagen, habe ich eher auf so eine Leute wie halt Ortega geguckt. Wie ist halt das zweite Jahr, wie kommt er, wie steigt er jetzt ein, so, das finde ich halt bei weitem interessanter als so manche andere, der jetzt neu gekommen ist, positiv aber halt auch hier McKiernan, so, McKiernan, genau, fand ich halt schon sehr, sehr präsent, vor allem beim Powerplay, fand ich schon, ja, okay, im Powerplay, so im Powerplay, also hast du schon gesehen, okay, der soll vielleicht so ein bisschen den Spielmacher oder wie manche ja so schön sagen im Powerplay so ein bisschen so Quarterback so verteilen, gucken, wo was ist. So, das fand ich, das war schon sehr auffällig. Aber wie gesagt, der Rest hat mich jetzt bis jetzt noch nicht so umgehauen, beziehungsweise war noch nicht so die Szene da, wo du sagst, okay, hey, cool, schön, dass der bei uns ist. Bei dir? Ich fand's nur halt, ja, wie alle jetzt gerade Lukas Reiche halten. Tja. Nee, was soll ich ihn jetzt verschweigen? Nein, also naja. Noch. Ja, so ist es raus. So ist es halt. Piep! Hier ist es halt schon beim voller Ausschlag. Der Ausschlag, sonst ist meine Spur so. Geil. Muss ich öfter machen, Entschuldigung, Wolli. Mir ist es halt schon beim Trainingsspiel gegen Weißwasser aufgefallen, dass er halt neben den sehr erfahrenen Ex-NHL-Spieler Maxime Lapierre eingesetzt wurde. Und da dachte ich schon in dem Moment, wow, okay, das ist schon krass, dass so jemand dann den jungen 17-Jährigen mitziehen soll, ihn anlernen soll. Wenn das so weitergeführt wird, bin ich absolut dafür. Ja, dann sind wir jetzt bei Lukas Reichel angekommen. Ja also das wäre jetzt. Vor allem liegt es einfach bei Ihnen auch ab, vielleicht an der Nummer. Ach ja, 44. Hm? Ja, definitiv. Die gibt ihm Kraft. Ja. Mhm. Wobei er ja durch sein Tor gegen Wien eher die 34 verdient hätte, weil das so ein Schuss war, den man sonst eher von Austin Matthews kennt. Also müssen wir uns jetzt alle ins Kämmerchen setzen und vorne minus 1 hinschreiben auf die Trikots. Nein, 44 ist schon okay. Das ist schon gut. Aber genau das, was du gerade gesagt hast mit Maxime Lapierre, passt auch zu dem anderen Punkt, um noch da anzuschließen, wo ich so was gesehen, also weil Maxime Lapierre zum Beispiel hat mir bisher auf der Center-Position besser gefallen als auf dem Flügel, wenn er da eingesetzt wurde. Und gerade auf der Center-Position fand ich die Kombination dann, in einem Spiel war es mit Sebastian Streu und in den anderen Spielen war es mit Lukas Reichel auf einem Flügel zumindest. Das hat mir schon sehr gut gefallen, gerade auch, weil Lukas Reichel, und da haben wir es dann auch wieder, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt vom Trainerteam direkt gesagt bekommen, hey, du hast jetzt die Freiheiten, du sollst dich kreativ austoben, aber also Lukas Reichel versucht halt Sachen, es ist nicht nur dieses reine, typisch Nachwuchsspieler, deutsche Eishockeyliga, ich habe die Scheibe in der neutralen Zone, schieß die mal schnell weg, bevor ich hier irgendeinen Fehler mache, sondern da ist schon noch so ein bisschen, also er versucht sich zu zeigen, versucht auffällig zu sein, und macht das auch erfolgreich.
Und Sebastian Streu zum Beispiel gefällt mir auch sehr gut. Also finde ich auch sehr interessant. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er theoretisch, ist er an sich ja auch noch einer von diesen Tryout-Spielern. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er aber dass ich glaube, er bleibt. Der bleibt. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Und Lukas Reichel wird ja dann, ist ja noch DNL, theoretisch. Aber der, aber ich glaube, dass er eher für Weißwasser eingeplant ist. Ja. Oder noch im DEL-Kader, weil so wie er, also zumindest die Leistung, die er bisher gezeigt hat, würde es rechtfertigen. Ja, natürlich, aber nicht DNL. Nein. Da ist er dann ja so gut für. Wobei ich dann natürlich auch bei der DNL ein bisschen Probleme sehe. Also die haben halt nicht die Neuzugänge gehabt, die zum Beispiel ihre Abgänge kompensieren können. Die DNL-Mannschaft? Ja. Ja. Antschitschka weg, Reiche dann weg, Nino Kinder weg. Das wird eine schwere Saison, glaube ich. Ja, ja, und dann hat man halt mal, also muss man halt mal so ein Jahr durch, so ein ja Durchschnaufjahr und kommen ja wieder Spieler nach. Dafür kam ja ein großer Stamm von der Schülermannschaft. Jetzt, jetzt heißen die Jugend, ne? Offiziell nach dem neuen. War doch 17, ja. Ja, genau, 17 Mannschaften. Kam ja wieder ein ganzer Schwung hoch. Also, ja, definitiv, das Jahr wird eng. Nee, aber mit Reichel auf jeden Fall. Also, der hat mir mega gefallen. Für mich jetzt auf jeden Fall derjenige, der in dieser ganzen Vorbereitungszeit am meisten raussticht und da, glaube ich, am meisten von sich gezeigt hat. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass der halt zumindest zum Anfang halt auch in der DEL bleibt. So, um es einfach mal wieder zu sehen, okay, wie kann jemand eingearbeitet werden? Bleibt Aubin an dem System dran, dass er ihn halt auch in die zweite oder in dritte Reihe reinsetzt? So, oder verschwindet der dann wieder irgendwo und sitzt dann wieder nur dämlich auf der Bank rum? Von daher würde ich das halt sehr interessant finden. Und der hat ja, wie du sagst, das Tor war ja super rausgespielt und andere Szenen halt auch. Klar, dann kommen die Klassiker, siehst du halt, dass das nur ein schmales Tämmchen ist noch. Ja. So. Das war auch im Dolomitencup, hat er einmal schön einen kassiert, das war schon. Also, naja, auch an der Bande halt mit dem Gegenhalten, da war halt nicht so viel. Wenn er halt inner von, also gegen Bern eine Szene ist mir aufgefallen, wo der Puck halt hinten in der Ecke war und Reichel versucht, ihn festzumachen und der Berner kommt von der Seite und eigentlich nicht mehr mit wirklich viel Schwung, sondern einfach nur mit Spannung im Körper und Reichel fliegt weg, als wenn er gerade einen Check aus 20 Metern Anlauf gekriegt hat. Wie so ein Joko. Ja, genau. Und da bist du halt wieder bei dem Punkt, dass es halt dieser körperliche Unterschied, glaube ich, immer noch das ist, was für die Jungs am schwierigsten ist. Und dass man da, glaube ich, also immer noch halt irgendwie versuchen soll, ein bisschen dran zu arbeiten, dass das halt nicht wirklich ganz so krass ist. Aber das siehst du ja zum Beispiel ganz krass bei Charlie Janke, finde ich. Ja. Also jeder, der ihn dieses Jahr bisher ohne Ausrüstung gesehen hat oder so in normalen Klamotten, sage ich mal, nicht mit den Eishockey-Klamotten, sagt halt, boah, der hat ganz schön zugelegt jetzt. Du denkst jetzt an ihn beim Development Camp und sein Muskelshirt, oder? Wann jetzt? Na, wir haben ihn beim Development Camp im Muskelshirt vorbeilaufen sehen. Ach so, da ist ja. Aber ja, vorher da ja habe ich schon so bei dir so leichte Herzchen in Augen gesehen. War er ganz wuschig, der Tommy. Oh, Charlie. Hat er dich dann, hat er, Free Charlie. Aber in dem Tweet hat er doch eigentlich für dich gesungen dann, ne? Es war auf jeden Fall für mich. Nee, aber dass du halt dieses körperliche hast, das hat man ja auch schon ein paar Mal gesagt, bei Müller hast du das ja auch gesehen. Der hat auch, so, ja, stimmt. Der, also für mich liegt der ja immer noch zu von Jahr zu Jahr. Ja. Aber halt, wenn du da halt überlegst, was ich für Janke ist es mehr oder weniger die dritte Saison in der DEL irgendwie, wo er dazugehört. So, dass 3 Jahre eigentlich echt ganz schön fett sind. So, dass das echt wirklich viel ist, wo du dann eigentlich erst anfängst, mit dem Körper irgendwie zu arbeiten. Von daher, wie gesagt, würde ich mir halt wünschen, wenn das halt wirklich schon bei der DNL im besten Fall halt bei der U17 schon langsam anfängt, dass da halt mehr auf den Körper geachtet wird, dass die Jungs da halt ein bisschen drauflegen, weil selbst in der DNL siehst du ja manchmal Unterschiede, so wie sich, wenn jetzt Köln oder Mannheim kommt, Köln wahrscheinlich ein bisschen mehr, dass es ja da auch schon körperliche Unterschiede gibt. So bei denen da rennen welche rum, die sehen nach Eishockeyspieler aus und manche von uns, die könntest du noch zur Leichtathletik schicken. Ja gut, aber das ist auch so ein Ding der Pubertät, ne? Manche können halt auch einfach keine Muskelmasse zulegen, auch wenn sie wollen oder bei manchen fällt es dann halt komplett leicht und die können dreimal so eine Hantel angucken und dann plötzlich Oberarme. Nee, ohne also, Frage, so, das spielt halt auch dazu, aber dass du es halt anfängst, ist so, also, wissen nicht, wäre vielleicht Hardy in dem Punkt mal wieder ein guter Interviewgast für die nächsten 4 Stunden.
Aber vom Training, das hatte ich ja dann auch gesehen, wird halt sehr viel Wert auf die Athletik, auf die Schnelligkeit gelegt, so damit die halt variabel bleiben und halt nicht nur plumpe Muskelpakete sind, wo du dann irgendwie steif wirst. Ja, das ist aber auch ja der Weg, wo sich die Sportart hin entwickelt, ne? Du hast halt, also wenn du, gerade wenn du die NHL schaust, da ist nicht mehr viel nur nee, auf natürlich, breite Muskelmasse, aber selbst da hast du ja das zumindest die Leute von Nordamerika vielleicht eher als von Europa, die dann hochkommen, die Rookies, die sehen ja dann auch nicht nach Leichtathletik aus. Die sehen ja schon nach Hockeyspielern aus und befinden sich eigentlich in demselben Alter wie zum Beispiel ein Reichel. Ja, aber wenn du dir zum Beispiel einen Johnny Gaudreau anguckst, der ist halt auch einfach nur schmal. Der ist nur ein Kopf größer als ein Toastbrot. Ja, also, dass da jetzt ja aber der ist auch nicht viel dicker als ein Toastbrot. Ja, aber bei dem wird es wieder scheiße aussehen, wenn der 1,60 ist und 120 Kilo wiegt. Ty Domi konnte es gerade damals machen, aber das war ein anderer Spielertyp. Nee, also von daher, wie gesagt, wäre es halt cool, dass wieder ein Punkt ist, das Reiche halten, am Body zulegt. Ja. So, dann kann der auf jeden Fall in der DEL landen. Von daher wird, also wie gesagt, ich würde es echt cool finden, wenn er zum Anfang in der DEL bleibt und dann halt auch da seine Eiszeiten bekommt. Der ist ja sogar für einen Draft nächstes Jahr gelistet. Ja. Ich hatte gestern bei Elite Prospect mal so rumgeguckt und da hatte ich seinen Namen gesehen. Ja, der könnte nächstes Jahr NHL im NHL-Draft gezogen werden. Der nächste Junior, der geht. Verdammt. Vielleicht an 5 nach Detroit oder so. Ja, jetzt beim dafür ist der Hype, glaube ich, noch nicht hochgenommen. Jetzt beim CHL-Import-Draft wollte er ja nicht rüber. Hat ja seinen Vater erzählt, der wollte ja noch rüber. Okay, von wem wurde er da gezogen? So was wird ja immer vorab zwischen Agenten und Teams besprochen, weil Teams haben ja nur 2 Ausländerpositionen frei, 2 Importstellen und dann wird vorher mit dem Spieler gesprochen, würdest du dann zu uns kommen, weil sonst verschwenden sie das. Naja, klar. Und manchmal wird sowas gemacht bei absoluten Topstars und am meisten nicht. Und das hat ja Nino Kinder auch im Interview mit Hauptstadt Eishockey gesagt, bei ihnen wurde das auch schon vorher abgekaspert. Okay. Dass er rübergeht. Naja, klar, ist dann nachvollziehbar, wenn du 2 Stellen hast. Ah, okay. Aber genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Ja. Die Szene, die du beschrieben hast in der Ecke, so eine ähnliche Szene gab es auch in der Offensive, auch in der Ecke, wo er zum Beispiel allein durch sein Läuferisches quasi den Gegner losgeworden ist, wo man hätte sonst auch einfach ihn hätte in die Bande kleben können. Also da hat das dann zum Beispiel einfach durch Läuferische und durch Stocktechnik halt einfach gelöst und kam da raus, da war ich auch so, okay. Naja, er kann schon was. Ja, vielleicht. Also auf jeden Fall ein großes Talent. Also und das siehst du schon, ob er es jetzt dieses Jahr sich direkt in der DL etablieren kann. Ich meine, mit 17 ist vielleicht auch zu viel verlangt. Aber man sieht schon, dass das auch gekonnt. Ja, aber ich glaube bei Seider. Marco Sturm. Echt mal. Und Leon Dreiseitel. Ja, in der DL ganz groß gewesen, der Dreiseitel. Ja, okay. Aber da wissen sie noch, die Spiele wie heute, oder? Die ganzen Finalspiele. Nee, der wäre auch beinahe zu uns gekommen, da. Naja. Nee, aber ganz ehrlich, ich verstehe den Hype so ein bisschen nicht. Also, Lukas Reiche spielt ja nun schon ein Jahr hier in Berlin und man hätte ja eigentlich nur mal zur DNL-Mannschaft gehen müssen, sich das angucken müssen. Ja, aber das ist ja jetzt so ein Ding, das kannst du ja auch, das hättest du bei Gawanke schon anbringen können, das hättest du bei Charlie Janke anbringen können. Ja, aber damals hatten wir den Podcast noch nicht. Ja, das ist richtig. Wir sind zum Pushen da. Aber das ist halt genau die, weißt du, das ist, trifft ja auf jeden besseren Juniorenspieler oder auf jeden Juniorenspieler, der auf dem Sprung steht, trifft das ja zu. Im Endeffekt den Hype, also man muss ja eigentlich nicht mal den Weg in den Valley machen, man braucht ja auch einfach nur die Prospect Reports lesen zum Beispiel. Genau. Da werden die Spieler ja auch häufiger erwähnt und da wird zumindest dann, da schreibst du ja darüber, wie die Spieler sich machen in ihren jeweiligen Ligen. Ja. Und deswegen, also ich kapiere es halt einfach nicht, wie er jetzt hochgeschrieben wird, da vielleicht Druck aufgebaut wird, obwohl man ganz sachlich darüber berichten könnte. Aber findest du, dass es abseits von Twitter so hochgeschrieben wird? Es gab doch einige Medien, die jetzt hier groß. Ich habe das nicht so, ehrlich gesagt, nicht so verfolgt. Flo hat gerade genickt, also stimmt. Ja, waren 2 Pressedinger, ich glaube Tagesspiegel und Kurier, die was über ihn geschrieben haben. Und dann durch GIFs auch noch. Ja, also, es war jetzt hier, wir sind nicht hier Bravo Bilderstory und so ein Scheiß. Das jetzt nicht, aber es wurde halt aufmerksam gemacht, dass der halt eine gute Vorbereitung spielt, wer denn überhaupt ist, bla bla bla. Also eigentlich das, was ihr schon längst geschrieben habt. Aber das GIF war ja auch, deswegen meine ich abseits von Twitter, weil ich auch den Tweet von Hannes zum Beispiel gesehen hatte, der ja sich da auch sehr positiv zu Lukas Reiche geäußert hat. Aber wäre Hannes auch mal zur DNL gegangen, hätte er doch schon sehen können. Ja, er muss ja zur Hanse. Ja. Und schade.
Auf Position 2 dahinter hätte ich dann noch Sebastian Streu, wo ich offizieller Vorsitzender des ersten Sebastian Streu Fanclubs bin. Verstreust du mal was? Oh Gott. Streu mal was ein. Oh, das ist ja noch viel besser als Darm. Oder fühl mich zum Schotter. Ja, Sebastian Streu hat mir zum, also den, in den Spielen, in denen er spielen konnte oder mitgespielt hat, auch sehr gut gefallen. Da hat, das war der, wo ich vorhin zu dir meinte, beim Training hatte ich schon mal zu dir gesagt, dass der da ganz schön auffällt, wo man aber ja auch noch nicht so, also wo vielleicht dann die etablierteren Profis vielleicht nur 80% oder 90% geben und er macht halt 100%, 110%, weil er halt auffallen will. Aber da bin ich auch gespannt, was sich da entwickelt, weil der ja auch schon beim Development Camp ja ein bisschen vorgestochen ist. Mhm. Und da vielleicht ganz interessant sein könnte als Option. Und jetzt gerade durch die Verletzung von Vincent Hessler bin ich da, müsste ja theoretisch einer der beiden, also Lukas Reichel oder Sebastian Streu, doch eh spielen. Weil Kai Wissmann zählt nicht mehr zur, unter die U23-Regel, Jonas Müller auch nicht. Und dann hast du eigentlich nur noch... Naja, Herrn Dietz. Ein Dietz, Charlie Janke. Und dann brauchen sie noch einen dritten. Mhm. Oder? Liege ich da jetzt komplett falsch? Aus dem Kopf würde ich jetzt sagen, ja. Ich meine, dieses Jahr ist ein Dritter. Mhm. Schaust du gerade nach? Ich gucke gerade mal in meiner Aufstellung mein Line-Up. Aber wenn der Streu bleibt, also ich weiß es nicht, dann kriegt er doch eine Förderlizenz und spielt dann im Weißwasser. Thomas Reichel ist noch da. Thomas okay. Reichel. Der auch noch unter die U23-Regel fallen, achso. Okay. Ja, aber der ist ja jetzt auch nicht bei dem Trainingslager und so dabei. Also der scheint ja nicht in diesem erweiterten, wir beziehen ihn mit in den Kader. Ich glaube, das ist alles... Ach, Erik Mick habe ich vergessen. Ja, aber Erik Mick ist der Verteidiger. Nee, ich habe jetzt allgemein... Ach so, die Verletzung von Vincent Hessler müssen sie ja da bei den U23-Spielern ja schauen, dass sie da auf die Leute richtig einsetzen. Mhm. Also, dass sie da quasi am ersten Spieltag... Weil ich glaube, Hessler wird zum ersten Spieltag noch nicht... rechtzeitig fit, so wie ich das verstanden habe. Das waren ja mehrere Wochen. Ja. So, deswegen war das jetzt, deswegen hatte ich das angesprochen. Also wir haben da Hessler, Janke, Reichel, Dietz, Streu, Mick. Ja. Na gut, dann. Und theoretisch noch Maximilian Franz Ripp. Und theoretisch Franz Ripp. Da könnte man noch so einen Kniff machen, falls man nicht genug, oder? Zählt der da rein als Torhüter? Ich glaube nicht mehr. Nee, ich glaube, das war nur letzte Saison, wo der Torwart, wenn er U23, also ich bis jetzt halbwissen, aber wenn der Torwart U23, muss er auch spielen, wenn er jetzt gezählt werden soll in diese Aufstellung. Ja. Nee, aber ich glaube, der Torwart zählt nicht rein, weil sie halt das umgehen wollten, von wegen, dass sie jetzt jeder DEL-Verein Backup halt einen U23-Spieler holen. Du kannst ja theoretisch, kannst du Freitagabend immer deinen DNL-Torwart auf die Bank setzen. Naja, eben. Und schon hast du eben so. Aber um das zu umgehen, zählt der Torwart, denke ich mal, nicht rein. Ich glaube, so war das. Aber früher waren nochmal die Goalies bis U25, oder? Kann das sein? Oder? Da gab es nur so viel verschiedenes Zeug, also ganz abgefahren. Zu der Zeit von Oliver Jonas damals. Ja, genau. Ich glaube, da ging bis U25. Ja, irgendwie sowas. Der kam auch irgendwie kurz davor dann zu uns und ganz viel verrücktes Kram. Weil wir gerade bei den Teutern sind, haben wir eine Meinung dazu, dass sich scheinbar Sebastian Dahm zur Nummer 1 entwickelt, weil er jetzt heute zum Beispiel auch schon wieder als erster Torwart gespielt hat oder spielt. Oh, ob er sich zur 1 entwickelt? Naja, zumindest hat er bisher die mehr Einsätze von Beginn an und als Marvin Küpper. Wissen nicht, also bei Dahm möchte ich eigentlich genau dasselbe sagen wie davor, der ist halt da, aber ist mir noch nicht irgendwie positiv aufgefallen. Aber er lacht so freundlich. Ja, er ist bestimmt ein ganz netter Typ, ohne Frage. Ohne Frage. Aber ich denke halt, oder ich kann mir halt auch vorstellen, dass das halt weiterhin die interessanteste Position wird über die Saison gesehen. Ob man halt dran festhält, so an Küpper, wo ich ja persönlich auch noch ein bisschen gespalten bin von, weil ich halt immer noch sage, der muss dieses, also rein theoretisch muss der Darm verdrängen. Eigentlich müsste man die Playoffs mit Küpper gehen oder zumindest eher regelmäßiger spielen, damit du halt sagst, okay, dass er noch bleibt. Ansonsten weiß ich nicht, warum du den dann noch brauchst. So, der ist jetzt schon lang genug hier. Klar, Verletzungen etc. pp. Aber im Endeffekt muss er jetzt einfach mal aus dem Pushen kommen und mal richtig auf die Kacke hauen. Sonst macht er für mich halt für die nächste Saison einfach keinen Sinn mehr.
dann hast du zwar einen Deutschen, klar, verprätst du keine Lizenz, aber dann hätte ich lieber einen Franzep auf zwei, dauerhaft gesehen. Von daher finde ich das halt noch interessant, ob man halt an Darm festhält, er halt so die Eins bleibt, wie er jetzt halt scheint zu sein oder reingeht in die Position. Weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht überragend bei den letzten Spielen. Nö, aber das waren jetzt auch nicht die Spiele, wo ein Torhüter so überragend hätte sein müssen. Naja, also und nicht können. Also bei Wien hatte ich mir die Highlights angeguckt, ja, vom Wien-Spiel. Also da waren Szenen, da waren aber halt auch beim beim Dolomiten-Cup waren auch so ein, zwei Sachen dabei, wo ich mir denke, ah, okay. So. Und bei dem Wien-Spiel zum Beispiel, da waren auch voll viele Szenen, einige Tore, wo ich mir dachte, ja, okay, man könnte jetzt über den Torwart reden, aber können wir erstmal über die 3-4 Spieler davor sprechen, eben, die halt alle komplett wie ein Hühnerhaufen dann teilweise umhergelaufen sind. Und, oder nur in der Gegend rumstehen, wissen nicht, 3 oder 4 Tore waren ja so klassisch. Das waren die typischen NHL-Tore, genau, das Videospiel, Querpass-Tor. Genau, so quer durchstehen, irgendeiner steht am langen Pfosten, haust das Ding rein, fertig. Ja. Nee, klar, von daher darfst du das Spiel nicht als Referenz nehmen, aber halt wie gesagt, also ich finde ihn halt nun nicht so als derjenige, der halt wirklich unsere Eins ist, der halt als Eins starten kann. Wie gesagt, finde ich halt immer noch dieses Gesamtkonzept interessanter, dass du halt mehr oder weniger 3 Torhüter hast, die sich halt um eine Position streiten oder 3 Torhüter, die sich um 2 Positionen streiten. Das wird halt interessant und interessant wird halt auch, wie lange man denn nun wirklich Geduld hat. Vielleicht machen sie ja auch dieses Prinzip, dass sie gar nicht direkt eine Nummer 1 haben, sondern dass sie dann immer quasi auf den Torwart setzen, wo sie momentan das bessere Gefühl haben. Also wenn Dahn mal 3-4 richtig gute Spiele macht und dann man ein Spiel nicht so gut aussieht, dann wird wieder Küpper eingesetzt, dann hat Küpper mal so ein paar, also dass sie am Ende ungefähr bei 50-50 landen. Vielleicht macht man es so, weiß ich nicht. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, irgendwie so, dass man das so in die Richtung denkt. Also ich glaube nicht, also vielleicht ist Darm jetzt momentan derjenige, der so einen kleinen Schritt vor ist, aber es kann in einem Monat oder so oder am ersten Spieltag oder am 5. Spieltag schon wieder ganz anders aussehen. Das würde ich erstmal abwarten. Also ich habe da jetzt auch, ich habe die Frage extra so gestellt, wie wir das finden, weil ich habe da überhaupt keine wirkliche Meinung zu. Also ich habe es fast sogar befürchtet, dass Darm am Anfang der Saison das im Tor steht. Das schon. Und wir sind da, glaube ich, einfach befangen, weil wir halt letzte Saison schon Küpper und Franzrep so drauf gesetzt haben, dass man auf die beiden vertraut und deutet sich ja jetzt an, dass es erstmal auch nicht so ist. Naja. Ja, muss man schauen. Ich sag mal, dass Darm natürlich ein bisschen mehr Vertrauen erhält, finde ich jetzt auch nicht so überraschend, weil er hat halt WM gespielt, ist halt bei Dänemark immer wieder dabei. Das hast du halt bei Küpper und bei Franzep halt noch nicht so auf dem Level. Starkes Spiel gegen Frankreich gemacht. Ja, sehr starke Super Saves. Und von daher, ja, wie gesagt, überrascht mich das nicht. Aber halt, wie gesagt, ich finde es halt wirklich, das ist jetzt so die spannendste und interessanteste Position für mich, wo ich eigentlich schon ein bisschen was erwarte, dass da schöner Konkurrenzkampf losgeht im besten Fall und die sich gegenseitig pushen. Ja. Haben wir noch was? Nö. Weiß ich gar nicht. Haben wir noch was? Haben nichts mehr? Wir können doch mal auf den Fanstammtisch hinweisen. 4. September im Valley. 19 Uhr. Pünktlich. Tom ist auch da. Es geht doch nie um 19 Uhr pünktlich los. Naja, es geht doch darum, dass die Leute schon mal da sind. Tom. Naja, aber denk doch mal mit. Dann sag nicht pünktlich. Veranstaltungsfolge 19 Uhr. Seid um 19 Uhr da. Tom ist wahrscheinlich auch da. Ja, der ist schon um 6:30 da. Ja, auf gar keinen Fall. Dafür bin ich bekannt, dass ich immer dass zu früh du immer da bin. Pünktlich bist. Ja. Und immer an den Orten, wo man sich verabredet. Ja. Weißt du, warum ich bei der S-Bahn arbeite? Ja. genau. Ansonsten solltet ihr am Mittwoch dieser Woche, also am 28.8. mal etwas genauer unsere Social-Media-Kanäle und die eines anderen Eishockey-Podcasts Deutschlands beobachten. Der neue 3-on-3 aus Wolfsburg, ne? Genau. da mal ganz genau hinschauen. Vielleicht kommt da was Spannendes, was Interessantes für euch. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Lasst uns ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert bei, folgt bei Spotify, abonniert bei iTunes, da auch gerne mal wieder bewerten. Folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Kann man uns noch, woanders kann man uns nicht folgen. YouTube. Bei YouTube. Abonnieren, habe ich gesagt. Abonnieren, ja? Und was in die Kommentare schreiben. Okay. Ich spule nochmal zurück. Und also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns jetzt dann tatsächlich schon in 2 Wochen wieder. Wir sind jetzt wieder im 2-wöchigen Rhythmus. Dann war das jetzt die letzte Sommerfolge sozusagen. Nee, das war, ja doch. Doch, ja? Sozusagen. Ja, das war jetzt, wir haben jetzt die Sommerpause beendet. Beim nächsten Mal geht's dann schon los mit der Saisonvorschau. Verrückt. Bin spannend. Dann geht der ganze Spaß schon wieder von vorne los. Ja. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschö. Ihr habt beide so geguckt, so. Naja, weil du immer anfängst dann mit ciao. 'Hauptstadt Eishockey, der Blog, die machen gute Sachen. Sind gut.